Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Ranked Video. Mit unserem Battle Mage, Prophecy Battle Mage hatten wir in den letzten Runden eigentlich ganz guten Erfolg. Und deswegen sage ich, okay, wir spielen den weiter, vielleicht knacken wir noch Rang 6. Also ich habe wirklich gemerkt, hier musst du aggressiv sein. Jetzt in den oberen Rängen musst du wirklich aggressiv sein, da kommen wirklich noch so Battle Mages vor, ja. Und später wird es dann doch ein bisschen controlliger. Okay, Garnak? Ist Garnak jemand, den wir von Anfang an haben wollen? Nein! Denn wir wollen eventuell eine 2-Magika-Karte haben. Okay, das ist natürlich ein blöder Start. Und die gnadenlose Räuberin, die würde ich eigentlich lieber dann spielen, wenn natürlich wir auch eine Rune brechen. Okay, guck mal. Wir spielen gegen nur ein Geschicklichkeitsdeck. Interessant. Okay. Wir machen sowas hier. Und werden eventuell den auch wirklich clearen. Weil er uns eventuell zu viel Schaden machen kann, den wir mit unseren Prophezeiungen nicht aufhalten können. Das wäre blöd gewesen. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Okay. Schildbrecher. Geh mal rein. So, er verliert sein Schild. Und wir gehen. Wir haben Durchbrechen, also kommen wir hier ganz gut durch. Ne, Durchbrechen haben wir nicht. Kein Durchbrechen. Aber wir werden auf jeden Fall die hier vernichten. Fordert mich nicht heraus. Weil dann muss er hier reingehen. So, unsere Prophezeiungen werden ihn wahrscheinlich ganz gut aufhalten können. Und jetzt wird es ihm wahrscheinlich zu riskant, ins Gesicht zu gehen. Und dann versucht er zu clearen. Könnte natürlich sein, oder? No risk, no fun. Und geht einfach stur ins Gesicht. Weil er denkt, wir clearen sowieso. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Okay, Schicksalsweberin, perfekt. So steht es geschrieben. Jawohl, Morkul Torwächter. Der stirbt dann sowieso. Deswegen geben wir den Angriff ihr. Und jetzt kann es uns eigentlich egal sein. Den ignorieren wir einfach. Und werden die 10 Schaden selber machen. Die könnten wir jetzt aber auch mit der Erdknochenweberin lieber verstummen lassen. Deswegen gehe ich vielleicht doch hier rein. Erdknochenweberin, weil die ist einfach zu gefährlich. Aber er geht dann einfach hier rein und kann die dann ganz einfach töten. Das ist das, was mich halt gerade eben stört. Der hält die ganz easy peasy auf. Wir könnten jetzt auch 10 Schaden machen. Dann hätten wir noch 18 zu machen. Könnten dann verstummen lassen und ihn dann einfach mal ein bisschen angreifen lassen. Ich denke, das ist cleverer. Ja. Wir gehen rein. Gehen auch hier rein. Ja, Prophezeiung ist klar. Jetzt werden wir die Erdknochenweberin spielen. Boah, das ist natürlich bitter. Dann spielen wir sie einfach rechts müssen wir, weil sonst könnt ihr sie ganz einfach clearen. Der Wald duldet eure Gegenwart nicht. So, das ist wichtig.
Gut, er hat jetzt die Qual der Wahl. Könnte jetzt mit egal welchem reingehen. Könnte jetzt auch weiter ins Gesicht gehen. Würde ich gerade sogar eher begrüßen, weil wir dann doch ein paar mehr Karten aufs Feld bekommen. Ist nicht persönlich. Erklärt natürlich. Und hier ist er dann wahrscheinlich auch eher dazu bereit. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Okay, macht er nicht. Okay, sehr gut. Vertreiben. Vertreiben. Wir könnten ihn eigentlich auch vertreiben. Dann stört er uns nicht. Das ist eigentlich ganz gut. Natürlich stehe ich auf eurer Seite. So, dann Natürlich spielt er stehe ich einfach auf wieder eurer aus. Seite. Ich bin zu allem Merkt bereit. er schon. So, jetzt spammt er uns so ein bisschen. Hat jetzt auch ein krasses Board. Okay, wie machen wir das? Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was fesseln. Wir könnten hier mit Schildbrecher arbeiten. Ja, das wäre eigentlich ganz gut. Wir setzen einfach den Schildbrecher ein. So. Können hier 10 Schaden machen. Fesseln. Und haben hier noch die gnadenlose Räuberin. Spielen auch die gnadenlose Räuberin. Und gehen jetzt mal schön stur ins Gesicht. Bam. Und bam. Sehr gut. Und fesseln. Hier natürlich noch. Die hier. Da kann er nicht allzu viel Schaden machen. Und wir haben noch unsere Prophezeiungen, die uns schützen. Die wird er natürlich ganz easy töten. Müsste aber mit den beiden hier reingehen, weil so bekommen wir erneut eine Karte. Die könnte er aber auch leicht töten, würde aber seine Kreatur dann eben auch sterben. Deswegen könnte er mit den beiden hier reingehen und hier nochmal ins Gesicht. Würde auch keine Rune ploppen. Aber hier, den müsste er natürlich auch töten und er hat nur 6 Magicka. Mit 6 Magicka kannst du jetzt keine Welt erbeben lassen. Und die haben wir ja auch noch. Das heißt, wir müssen ja eigentlich nur 5 Schaden machen. Das heißt, der reicht komplett aus, um ihn zu vernichten. Jetzt will ich dann natürlich, ne? Ich meine, auch wenn er die hier tötet, müsste er im Endeffekt die ja eigentlich aufhalten. Man, die hier ist ja dann auch noch da. Und mit dem Camelon-Held können wir Ich auch noch verbeuge 4 mich Schaden vor machen. eurem Sieg. Okay, er hatte keine Chance. Das Prophecy Battle Mage ist so unfassbar stark. Das ist echt krass. Blitz weg, Schildbrecher weg. Wir lassen Reef erstmal. Reef wäre jetzt am Anfang eigentlich wirklich gut. Zum Gruße, Bürger. Jetzt können wir Seid eigentlich mit der gegrüßt, Initiantin Freund des der Kreises starten Marsch. wir nicht. Wir starten mit dem lauernden Krokodil. Da können wir nämlich dann schön 3 Schaden machen. Machen wir so. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu War sich. ja klar. Okay, dann müssen wir jetzt leider reingehen. Geht ja gar nicht anders. Früher war Okay, ich ein spielen wir ihn. Abenteurer, wie Dann können wir den auch den Effekt der Initiantin ploppen lassen.
Weil damit können wir auf jeden Fall die Rune zerstören. Ich eile wie der Wind und die Schatten beschützen mich. Okay, er kommt durch. Gut, dann Reef. Ich habe mir gedacht, im nächsten Match zeige ich euch einen anderen Battle Mage. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Der hat gegen alles was. Krass. Okay, gut. Gut, okay, gut. Dann machen wir es mal so. Eine Verteidigung für unsere Initiantin. Khajiit findet einen Weg hinein. Okay, da haben wir zum Glück den Blitz dafür. Den müssen wir da auch einsetzen. Okay. Bam. Sie wird gebufft und kann direkt auch nochmal angreifen. So, müssen wir reingehen. Zack. Und gehen natürlich hier nochmal rein. So, jetzt darf er glotzen. Hätten dann für die nächste Runde auch noch den mystischen Drachen. Der Ehrgeiz von Telvanni ist grenzenlos. Okay, Morkul Torwächter. Geben wir einfach hier. Gehen da rein. Machen den Schaden auch nochmal hier. Und spielen auch noch den mystischen Drachen. Hier kann er natürlich jetzt einfach den hier töten. Wir haben aber immer noch wirklich gut viel Kreaturen, mit denen wir Schaden machen können. So, er kann auch in der nächsten Runde irgendwas töten, aber den werden wir dann einfach mit der kreischenden Harpie aufhalten. Jetzt kriegt er ein bisschen Leben dazu, das ist ein bisschen blöd. So, die wird uns auch nicht aufhalten. Wir gehen rein. Zack. Wir werden hier den mystischen Drachen spielen und werden... die hier fesseln. Weil wenn er dann hier reingeht, dann stirbt er wenigstens. Und sie würde überleben. Dadurch kriegt er dann vielleicht eine Aktion, die ihm helfen könnte. Aber vielleicht auch nicht. Seht ihr nicht, was ich zu tun habe? So, ab hier wird es immer ziemlich zäh. Da wird es immer so schwer, irgendwie noch Schaden zu machen. Okay, das sieht aber gut aus. Machen wir so, machen wir so, machen wir so. Okay, nur noch ein Schaden. Wenn er sich nicht des Todes hochheilt, hätten wir eine ganz gute Chance, mit ihm hier vielleicht durchzukommen oder noch einen Blitz ziehen. Dann könnten wir ihn vernichten. Er geht natürlich rein, ist klar. Hier wird er dann auch ganz einfach reingehen. Ich eile wie der Wind und die Schatten beschützen. Jetzt hofft er bestimmt auf einen Wächter. Khajiit ist nicht erfreut. Ich verstehe. Ja, mach den Schaden, komm, mach den Schaden. Würde mich freuen. Jetzt bräuchten wir nur noch was mit Ansturm. Davon haben wir auch gar nicht viel. Muss ich sagen. Schutzzauberwirkerin, okay. Dann wirken wir mal den Schutzzauber. Das ist halt schon gemein. Nur noch ein Schaden. Das ist immer sehr, sehr kritisch, aber da habe ich auch schon oft genug gewonnen. Ne? Das ist ganz witzig, aber wie gesagt, ab jetzt wird es C, denn er greift natürlich nicht an und wird sich jetzt nur noch verteidigen.
Wo ich halt auch echt nicht durchkomme, ne? Mit dem da. So, er hat genug Verteidigung hier, Diebesgildenrekrut. Das reicht dann natürlich erst fürs Erste. Oder er sagt, okay, ich hole mir die Quinn zurück. Im Nachhinein natürlich. Weil jetzt kann er gerade noch nichts tun. Okay, vertreiben. Er setzt sich dann ein, um die hier wegzubekommen, um dann den restlichen Schaden zu machen. Damit hat er uns natürlich jetzt sehr geholfen. Okay, gutes Spiel. Ein feiner Kampf. Rup. Zack. Und gib ihm. So. Schicksalsweberin. Nicht Initiantin des Kreises auf jeden Fall. So, Camelon Wache. Ist okay. So, damit kriegt er dann die ganze Zeit Leben. Das ist eine Sache, die wir nicht akzeptieren können. Deswegen müssen wir sie aufhalten. Allgemein, Archer ist natürlich richtig gut gegen Prophecy Battle Mages, ne? Oh, wie bitter. Aber gut, wir haben zum Glück unsere Wache. So, da können wir uns gegen beide ganz gut wehren. Vor allem die hier muss einfach sterben, der Rest ist mir eigentlich egal. Sie stirbt nicht. Das gibt's doch nicht. Krass. Okay, interessant. Interessant. Dann müssen wir wohl was im Schatten spielen. Geht nicht anders. Spielen wir den? So, da klopft jemand bei uns. Ich bin zu allem bereit. Das wird absolut ignoriert. Okay, das lauernde Krokodil, das brauchen wir hier. Das ist wichtiger. So, da kriegt natürlich jetzt ins endliche Leben. Das wird wunderbar. Für das Boah, der kann richtig viel Schaden machen, das ist krass. Okay, mit den dreien können wir auf jeden Fall clearen. Wir müssen den hier spielen, damit wir den hier clearen können. Und mit einem können wir uns verteidigen. Okay. Ja, dann machen wir so. Machen wir so. Machen wir so. Dann machen wir so. Gut. Dann verteidigen wir uns hier. Wir spielen aber erstmal die Initiantin. Ich schließe mich dem Kreis und geben ihr dann ein bisschen Bad Power, weil hier reichen ja eigentlich zwei. So, jetzt muss er natürlich selber gucken. Das gibt uns die Gelegenheit, so ein bisschen was aufzubauen. Beschützt den Herold. Aber das sieht auf keinen Fall gut aus. Wir haben nicht viel Verteidigung und Leben bekommen wir so oder so nicht wieder. Das heißt, wir haben unseren kompletten Fluss quasi verloren. Er braucht uns einfach nur noch zu zermürben. Shit für Shit. Formation schließen. Lass niemanden so, der Initiantin geben wir wieder ein bisschen was.
6, 4, bla bla. Machen wir mal so, damit es mal besser verteilt ist. Zack. Zack. Und schon können wir in der nächsten Runde 16 Schaden machen. Jetzt können wir nur hoffen, dass er einmal nicht daran vorbeikommt und wenn er daran vorbeikommt, nicht genug Schaden machen kann. Und wir vielleicht noch eine Prophezeiung haben, die uns den Arsch retten könnte. Das wäre witzig. Ich meine, wir haben immer noch Vertreiben und Schildbrecher. Das heißt, wir würden an einer Verteidigung durchkommen. Und würden etwas wegbekommen. Okay. Krass. Okay, 16 Schaden. 16 Schaden. Das spielen wir auf jeden Fall hier. Wen wir fesseln, kann egal sein. Jetzt bin ich gespannt. Das ist knapp. Das ist richtig knapp. Okay. Das ist natürlich gut. Lass mich kurz rechnen. 12 Schaden. Müssten wir nur noch 5 Schaden machen. Das würden aber alle brechen. Das heißt, dem gebe ich das nicht. Wenn ich hier reingehe, würden 2 Runen ploppen. Das wäre auf jeden Fall cleverer. Wir machen das so. Komm schon. Jawoll. Wir haben überlebt. Feiner Kampf. Das ist ja geil. Das ist ja geil, das hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch rumreißen. Leute, ist das Deck unfair. Das ist so unfair. Krass. Oh Mann. Baut's nach. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer LineTube.